Seyfe Doğan, die ersten anderthalb Wochen der Vorbereitung sind vorüber. Am Samstag geht es nach Paderborn. Viel Arbeit besteht euch bevor, viel los auf dem Platz, viel Elan, die Jungs sind heiß. Wie zufrieden ist der Trainer mit den ersten anderthalb Wochen? Ja, sehr zufrieden. Wenn man sieht, wie die Jungs Gas geben, wie die marschieren, mit welcher Freude sie auf den Platz kommen und sich gegenseitig unterstützen. Und das ist schon eine sehr gute, harmonische Truppe auf dem Platz, die wirklich jeden Tag auch aufs Maximum geht. Jetzt habt ihr wieder viele Neuzugänge zu integrieren. Die Situation ist für dich eine andere als in der letzten Saison, weil du kamst und der Kader stand. Wie groß ist auch die Aufgabe für dich, daraus eine Mannschaft zu formen, die auch von der Chemie her ja zueinander passt? Also nicht nur fußballerisch, das ist die eine Komponente, aber auch dieses Menschliche. Bist du da auch sehr gefordert oder muss sich das einfach von innen heraus aus dem Team entwickeln? Ja, wir hatten ja schon bei der Kaderzusammenstellung haben wir schon auf die Charaktere geachtet. Natürlich ist die Qualität, muss sie auch vorhanden sein. Darauf haben wir auch geachtet, aber wir haben auch Jungs mit Potenzial geholt, ne, die einen guten Charakter haben, die ein Ziel haben, wirklich weiter oben angreifen zu wollen. Das war unser Hauptfokus, was die Kaderzusammenstellung angeht. Und mit Niki Dahms haben wir noch einen erfahrenen Spieler geholt. Mit Damian Machete haben wir erfahrene Spieler geholt, die auch so eine Mannschaft führen können. Und wir hatten ja unsere fast 8-9 Stammspieler ja auch behalten. Und von dem her werden wir schon an Qualität gewinnen. Aber gestern haben wir auch eine teambildende Maßnahme gemacht an der Münsterner Brücke. Hat Spaß gemacht? Ja, schon, für den einen oder anderen schon. Bist du mitgeklettert? Ich habe dich da mit Helm gesehen. Ich war nur unten, aber ich habe da so ein bisschen Probleme mit der Höhe. Deswegen war ich nicht ganz oben. Die Mannschaft, bisher macht Spaß, denen zuzuschauen. Was sofort auffällt, wir hatten es gerade auch schon ohne Kamera angesprochen, flexibler seid ihr gerade offensiv. Jetzt sind Stiepermann und Güler sind 35, 40 Scorer-Punkte weg, aber ihr habt viele neue Spieler dazu gewonnen. Was wird sich in der neuen Saison gerade auch offensiv verändern und werdet ihr schwerer auszurechnen sein? Ja, das denke ich schon. Also ich denke schon, dass wir da etwas variabler aufgestellt sind. Wir haben natürlich jetzt ein ganz anderes Anlaufverhalten. Ja, die Jungs sind schon teilweise sehr wild. Laufen sehr aggressiv an. Das wird definitiv gut sein für unser Spiel. Ja, das heißt, den Gegner gar nicht spielen lassen zu wollen. Aber ja, auch in der Breite, ja, haben wir natürlich auch an Qualität gewonnen, denke ich, mit guten, individuellen, starken Spielern, ja. Und deswegen, ja, kann es durchaus sein, dass wir etwas unberechenbarer sind als letzte Saison mit Stipi und Güler. Einer, der jetzt gerade noch nicht auf dem Platz ist, ist Dorin Berisha. Wie geht's ihm aktuell? Ja, der macht gerade individuell seine Aufbauarbeit. Aufbautraining ist mit dem Fitnesstrainer gut unterwegs. Wir hoffen, dass er so in ein, zwei Wochen vielleicht im Trainingslager mit einsteigt. Da müssen wir mal schauen. Also die Schmerzen bei ihm haben auf jeden Fall nachgelassen, die sind weniger geworden. Das heißt, ich hoffe, dass er in der Vorbereitung schon mit einsteigen kann. Samstag Paderborn, Zweitligist. Ich glaube, nochmal ein ganz anderer Härtetest als jetzt Samstag gegen Fortuna Köln. Was erwartest du von den Jungs? Was erwartest du auch von diesem Gegner? Und welche Schlüsse willst du am liebsten daraus ziehen? Werdet ihr später oder Samstag wieder mit zwei Formationen spielen? Ja, definitiv. Das wird auf jeden Fall jeder wird Einsatzzeiten bekommen. Die meisten werden auch wieder zur Halbzeit rausgehen. Das wird natürlich ein ganz anderes Spiel am Samstag. Es wird etwas intensiver, wird ein anderes Anlaufverhalten vom Gegner sein. Da müssen wir halt Lösungen für finden. Darauf haben wir auch ein bisschen gearbeitet die Woche. Aber ja, es geht auch um 1-gegen-1-Duelle. Ja, auch mal sich schon ein bisschen mit den Zweitligaspielern messen. Ja, und das tut den gut, dann wird den Jungs auch gut tun, denke ich. Und auch für uns natürlich ein paar Erkenntnisse auch zu sammeln, ja, wenn der Gegner vorne zustellt, wie wir da halt drauf reagieren können. Letzte Frage. Jetzt sind einige neue Führungsspieler auch da. Einige haben den Verein verlassen. Neue Hierarchie muss sich entwickeln. Wann wird entschieden, wer neuer Kapitän der Mannschaft wird? Ja, wir haben ja da schon zwei, drei Kandidaten, die ja auch Kapitäne sind. Kannst du da schon Namen nennen oder wird es noch schwierig? Ja, wir haben ja mit den Pitti und Leon schon so die halt auch die Mannschaft führen können. Ja, ob es dann einer der Erste oder Zweite ist, das werden wir dann demnächst irgendwann machen. Aber das sind so unsere Kapitäne, die Mannschaft führen werden diese Saison. Seyfe, dann erstmal vielen Dank für dieses kleine Update und man sieht sich demnächst auf dem Platz. Vielen Dank. Ja, gerne.